Wenn ich möchte jemandem ein individuelles, persönliches Geschenk machen, dann nehme ich mir ein bisschen Zeit, mir den Menschen wirklich vorzustellen, was hat er für Vorlieben, wie sieht er aus, was gefällt ihm, was macht er gerne. Und gar nicht zum Beispiel wie beim Wichteln, wo man einfach etwas kauft und nachher schaut, wer kommt es denn über. Sondern ich überlege mir, ich hätte gerne Sport oder liest gerne Bücher oder höre gerne Musik und welche Musik. Letztes Jahr zu Weihnachten habe ich eigentlich diverse Sachen verschenkt. Den Eltern habe ich ein Wellness-Gutschein geschenkt, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist das beste Geschenk, das man den Eltern machen kann, dass sie etwas gemeinsam machen. Was ich mir dieses Jahr zu Weihnachten wünsche, ich glaube, das ist eigentlich immer die schwierigste Frage zu beantworten. Weil meistens hat man ja schon alles und man kann sich heutzutage alles selber leisten. Aber ich glaube, amig so immaterielle Sachen sind recht schön, wenn man das bekommt zu Weihnachten. Dieses Jahr mache ich ein Fotoalbum, so ein kleines Fotobuch. Und zwar waren wir letztes Jahr zusammen in New York. Wir hatten eine super coole Zeit und also ich habe wirklich sehr schöne Erinnerungen daran. Gemeinsame Erinnerungen, das ist die Wertschätzung, die da drin steckt. Die Wertschätzung für die andere Person, aber auch die Wertschätzung für das, was man zusammen geteilt hat oder noch wird teilen. Ich denke, es spielt eine Rolle, wenn ich mich mit dem Menschen befasse im Vorfeld, mir überlege, was hat er gern, vielleicht noch eine Frage, seine Angehörige Frage oder so, was liebt die Person echt oder so, da spürt der Beschenkte, dass ich es wirklich ernst meine und wirklich ihm will Freude machen. Man kann nicht sagen, ob Damen oder Herren. Ich denke, das Schlimmste ist, wenn man lässt alles bis zum letzten Moment. Unser Personal Shopping Team sind da, um Leuten zu helfen und den Stress wegzunehmen. Wir sind letzte Weihnachten in New York zusammen gewesen und es war eine super schöne Reise, die wir zusammen hatten. Und ich würde das gerne natürlich fortsetzen dieses Jahr, dass wir wieder neu mit angehen und dementsprechend auch das mit einem Weihnachtsgeschenk verbinden. Warum nicht eine wunderschöne Klatschtasche zum Beispiel mit einem Lippenstift? Man kann die dann gravieren, wunderschöne Lippenstift da drin und Tickets, die Flugtickets. Durch einen Fragebogen oder ein Gespräch mit der Kundin oder Kund können wir alle Informationen herausfinden, die wir brauchen. Lieblingsfarbe, Lieblingsschnitt, Lieblingsmarken. Unser Job ist, den Kunden oder Kundin zu verstehen und wirklich auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eine Auswahl zu treffen. Warum nicht einen schönen Rahmen schenken und dann können Sie einen Fototermin mit einem Fotograf? Ja, das ist personal Fotoshooting. Ja, von ihr zusammen vielleicht. Oder vielleicht ein kuscheliger Teil und ein Wochenende in den Bergen. Ja. Ein individuelles Geschenk finde ich, macht eigentlich das aus, dass man das Geschenk nicht jedem schenken könnte, sondern es muss wirklich auf die Person abgestimmt sein, natürlich auch auf der Person ihre Affinitäten, wo man sich auch Gedanken gemacht hat und nicht einfach so ein 0815 Geschenk gibt. Für mich ist es persönlich auch immer wichtig, dass man, wenn man etwas schenkt, das erstens persönlich ist und zweitens finde ich es auch noch cool, wenn man das mit der Person kann teilen kann. Das heisst zum Beispiel wie ein Konzert oder eine Reise und dann auch gewisse Erinnerungen kann miteinander teilen. Und wenn sie nicht einmal teuer sind, sondern vielleicht irgendetwas bezeichnet, irgendetwas anspielt oder erinnert, wo die beschenkte Person merkt, der Mensch hat wirklich jetzt an mich gedacht und er hat mich wahrgenommen. Das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl.